Auffahrunfall. Hallo bei den Spielzeugtestern. Hanna richtet sich da hinten gerade gemütlich ein mit Poppets und ihrem Rucksack mit Essen und Co. Und wir fahren jetzt nach Travemünde. Genau, da wollen wir uns die Sandskulpturen angucken. Und als erstes fahren wir wahrscheinlich zu Karls Erdbeerhof, denn im Moment soll das Wetter noch ganz gut sein und heute Nachmittag regnen. Ja. Ja, und deswegen geht's jetzt los. Tut das Not? Ja. Allihop. Allihop. So, könnt ihr sehen, wo wir angekommen sind? Nee, noch nicht. Noch könnt ihr es nicht sehen. Wartet. Wir sind da. Dass sie runterfallen? Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, aber wahrscheinlich nicht, ne? Eins, zwei, drei, ganz viele, ne? Wir sind gerade noch etwas orientierungslos und deswegen laufen wir einfach erstmal rum. Und wir waren hier schon mal, aber wir wissen beide gerade nicht, wo wir lang müssen. Also, wir waren hier nicht. Doch, wir waren hier. Was waren wir? Wir waren in einem anderen. Nein, wir waren hier auch schon mal, weil ich erinnere mich ganz genau an den Zebrastreifen. Nee, nicht. Doch. Doch. Sind das Erdbeeren oder ist das der Teddy? Das ist der Teddy. Und mit Karlchen als Nudel. Hm? Ein kleines Rezeptbuch. Wie süß. Was denn? Ja, aber das sind die XXL-Gläser, Schnuggi. Die kleineren kosten weniger. So viele verschiedene Sorten. Aber ich würde sagen, können wir das zum Schluss? Weil stell mal vor, du willst irgendwo mitfahren. Dann macht das jetzt gerade keinen Sinn, weißt du? Es sei denn, du möchtest das mit dir rumschleppen. Nee. Ja, da liegen die Stangen. Und dann werden sie zu den kleinen Bonbons gemacht. Oh, der ist aber sehr süß. Stimmt's? Ja, der ist die ganze Zeit glücklich immer. Ist er? Ja, er hat kein trauriges Gesicht. Was ist das? Ach, ein Wurm. Ach, Raupen. Raupen. Und was ist das? Ach. So einen hatte ich als Kind auch. Ja, die drei. Ja, die muss auf den Boden stellen. Erinnerst du dich an die? Aber die haben wir nicht mehr, die haben wir weggegeben, ne? Ja. Guck mal, die gibt es auch im Mini-Format. Knolli. Oh. Handtasche. Ich glaube, die ist zu klein. Da passt ja nichts rein, ne? Kannst ein paar Taler reintun. Ja. Schnuggi. Richtung Gartenteich. Hä? So ein Gartenteich? Fall nicht rein! Das. Habt ihr das gehört? Das ist nicht witzig. Okay, hier geht's doch nicht weiter. Der dicke kleine Butschi da. Und eine dicke Biene. Die hat irgendwie ein sehr merkwürdiges Auge. Was ist denn mit dem Auge passiert? Gehört das so? Wir haben keinen Teich, deswegen können wir hier wieder rausgehen, Schnuggi. Und, funktioniert's? Aber hübsch. Bis auf hier, hier fehlt irgendwie was, ne? Ich weiß nicht, ob dann Ding weg ist. Habe ich noch nie gesehen. Große Pusteblumen. Ich verstehe ihn nur nicht. Er ist ein bisschen leise. Oh, Kekse. Kekse. Was? Das sah aus wie Melonen. Nee, es sind Kekse. Melonen hast du doch gerade im Auto genug gegessen. Ah, sie sieht irgendwas. Halleluja. Die geht zur Traktorbahn. Da waren wir ja auch schon mal drin, falls ihr euch erinnert. Da stehen noch mehr Träger, mit denen ihr fahren könnt. Ah, warum liegt der auf dem Rücken? Kannst du ihn mal umdrehen und hinstellen? Das ist K.O. Zu viele Kinder. Unsere Ziegen heißen Gesa, Fiete und Helga. Die Damen riechen streng. Wir haben Vollpension. Haben die das gut? Siehst du sie? Siehst du sie? Ah, hallo! Oh, da oben ist eine. Warte, da. Hallo! Hallo! Oh,
Ach, da, ach, guck mal, wie praktisch. Wenn es da hinten juckt, kann man sich mit den Hörnern da hinten kratzen. Sehr süß. Meerschweinchen. Hi. Und wie heißen die? Hanna meinte, steht draußen dran. Ha? Tatsächlich. Struppi, Stupsi und was ist das? Friedrich? Ja. Weil hier unten, guck mal da. Warte, könnt ihr sie sehen? Warte. Ach, da. Oh. Ja. Na. Essen fertig. So. Ich muss hier die Löcher treffen, das Feuer zu löschen. Das soll die Fotostation sein. Ernsthaft? Warte, da muss ich mein Handy rausholen. Hanna, warte, du im Plumpsklo. Soll ich dir was erzählen? Meine Tante, als ich Kind war, hatte so ein Plumpsklo im Garten. Ich glaube nicht, dass das aufgeht oder so. Nee, das ist zugeklebt. Aber meine Tante hatte tatsächlich neben dem Schweinestall, die hatte zwei Schweine und daneben hatte sie ein Plumpsklo. Und das war ziemlich dunkel und eklig und gruselig. Darf ich ein Foto von dir machen? Tür zu. Was ist das? Karls Erdbeer-Story. Kino. Tatsächlich ein Kino. Und dann kann man sich den Film angucken, wie es zu Karls Erdbeerdorf wahrscheinlich kam. Das ist ja witzig gemacht. Mit kleinen Holzbänken. Hi, ihr Süßen. Aber zwischendurch gibt es Küsschen. Wie süß. Da vermisse ich unsere ein bisschen. Aber die sind alle alt gewesen und gestorben. Ein Kletterturm gibt es hier mit Rutsche. Das ist unten, das ist dann einfach hoch. Schmeckt auch. Moment warten. Auffahrunfall. Wie war die Kartoffelrutsche? Super. Und wie ist das Brot? Jetzt hast du den verkokelten Teil. Trotzdem lecker. Ja. Das Brot könnt ihr hier so kaufen, direkt am Stab oder am Stock. Kostet 2 Euro. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wo wir oder ob wir den Stock mitnehmen. Ja. Dann hast du einen super Stock, wenn du das nächste Mal Stockbrot machen willst. Müssen wir den bloß sauber machen, ne? Ja. Und liebe Grüße nochmal an alle Kinder, die wir jetzt getroffen haben und die Hallo gesagt haben, die sich getraut haben, uns anzusprechen. Hanna hat ihr Stockbrot aufgemümmelt und jetzt überlegen wir, was es richtig zum Essen gibt. Hier gibt es Suppe. Willst du deine andere Brille jetzt hier drin wieder haben? Ja, bitte. Guten Appetit, Schnuggi. Danke, dir auch. Danke. Mm. Und was muss zum Nachtisch unbedingt sein? Ein Slushy. Ein Slushy, ein buntes? Ja. Regenbogenfarben? Na dann mal los. Waldmeister, Erdbeer, Blaubeere. Und dann kannst du dir hier, warte, Palme. Was willst du? Palme. Das hatte ich befürchtet. So, wir nehmen einmal das. Erstmal das. Okay, einmal rosa. Das ist das Erdbeer. Oh, dein Ding ist voll, Hanna. So gut wie. Da kommt nur noch, da, ja. Denk dran, dass der Strohhalm noch rein muss, ne? Das läuft über sonst. Na, tolle Wurst. Versuch mal rein und sonst tust du am Rand noch ein bisschen. Ja doch, ein bisschen passt noch rum. Ein Müh. Ein Müh grün. Ein Müh. Oh. Gar nicht so einfach. Vielleicht kommt Flupp. Nein, du machst das sehr gut. Na. So. Also nochmal zur Kasse, ne? Darf ich auch? Jetzt.
Aber noch mal rein hier rein. Ein bisschen sauer. Was habe ich dir versprochen? Dass wir jetzt Süßigkeiten holen. Nicht dein Ernst, habe ich das gesagt? Was kriege ich? Ich habe noch gar nichts. Außer Spargel. Ein Stock. Ein Stock. Ein Stock, damit kann ich dich gut pieken. Einmal Melone. Was heißt denn einmal Melone? Das klingt, als wenn da jetzt noch mehr kommt. Hm? Melone und... Erdbeersahne, Erdbeervanille oder nur Erdbeer? Was? Himbeer? Bist du sicher? Himbeer? Wir haben jetzt hier Hannas Bonbons und ihren Stab für das Stockbrot und dein Rest Slushy und wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss!